Mein Name ist Christner Josef, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Leogang. Wir sind eine Gemeinde mit 3500 Einwohnern und ja, sind im sozialen Bereich, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben ein eigenes Seniorenwohnheim in der Gemeinde mit 36 Betten. Das neue Hausgemeinschaftsmodell, das was seit 10 Jahren jetzt sehr gut funktioniert und ja, und die Community Nurse war halt eine zusätzliche Einrichtung für uns, um das soziale Netz in Leogang noch ein bisschen enger zu spannen. Die Community Nurse in unserer Gemeinde arbeitet sehr eng mit unseren Hausärzten oder mit unserem Hausarzt, mit unserem Seniorenwohnheim, dem Brilgut zusammen mit unserem Sozialverein Leogang halt zusammen, Tageshospiz, was es in der Gemeinde gibt und natürlich die ganzen Gesundheitseinrichtungen im Bezirk, wie Hilfswerk, Rotes Kreuz, Pflegeberatung, sehr eng auch mit dem Krankenhaus in Zell am See und St. Johann, mit dem Entlassungsmanagement und die Führung im Community Nurse Team haben wir an eine Steuerungsgruppe übergeben, was aus Bürgermeister, Vizebürgermeister, Sprengelarzt, Projektleitung und Pflegedienstleitung im Brilgut ist. Und das ist eigentlich das Hauptthema und so ist die Community Nurse einfach im Gesamten, was in Leogang im sozialen Bereich und im Gesundheitsbereich angeboten wird, einfach mittendrin und sehr gut integriert. Sehr, sehr viel natürlich über unseren Arzt oder unsere Ärztegemeinschaft. Wir haben eine Gemeinschaftspraxis beim Hausarzt, wo die Menschen hinkommen, wo sie auch Rat und Hilfe suchen, über unseren Sozialverein Leogang halt zusammen, der im gleichen Haus untergebracht ist wie der Hausarzt. Und da hat man auch natürlich schon sehr viel Zugang zu den Menschen und viel halt der persönliche Kontakt. Und auch noch Flugblätter, Gemeindezeitung, wo die Leute informiert werden und wo man darauf hingewiesen wird, wo Hilfe nötig ist und wo so ein Besuch von der Community Nurse zum ersten zur Aufklärung, welche Angebote es gibt und auch die eine oder andere Unterstützung durch die Community Nurse noch angeboten wird und die Community Nurse kontaktiert die Menschen in Leogang, die es brauchen, also direkt per Telefon. Ja, dass man gewisse Zielgruppen gar nicht erreichen, ist eher, oder glaube ich nicht, dass bei uns der Fall ist, weil wir da ja noch eine sehr ländliche Gemeinde sind und jeder jeden kennt und gerade über unseren Sozialverein Leogang halt zusammen, wo wir eigene Besuchsdienste eingerichtet haben, eben für einsame Menschen, was früher allein daheim sind, wo dieser Besuchsdienst ab und zu anruft und fragt, wie es geht und da daheim einmal vorbeischaut. Jetzt glaube ich fast nicht, dass da irgendwer durch den Rost fällt, weil man eigentlich die Menschen kennt und wir da sehr breit aufgestellt sind, dieses Besuchsdienstteam. Das sind 6 bis 7 Freiwillige aus den verschiedenen Ortsteilen von Leogang und da kennt eigentlich jeder jeden und na, darf da eigentlich niemand durch den Rost fallen. Ich glaube, ja, sind eigentlich immer die gleichen Themen, dass natürlich das Grundziel ist, dass die alten Menschen oder die pflegebedürftigen Menschen so lange wie möglich daheim bleiben können. Und erst der letzte Schritt, der Eintritt oder die Übertritt in unser Seniorenwohnheim ins Brilgut ist, wo es auch sehr darauf geachtet wird, dass sie selbstbestimmtes Leben führen können. Eben durch dieses Hausgemeinschaftsmodell, wo man 12 Personen hat im Brilgut. Und die in diesen Hausgemeinschaft selber kochen noch und das schon
dem Leben zu Hause sehr nahe kommt. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, dass man versucht, dass so lange wie möglich zu Hause sein können. Und da sind eben gerade die Sachen, was im Sozialverein abdeckt werden, Besuchsdienste, so Fahrtendienste, wo man die Leute zum Arzt bringt, einmal nach Solfen in die Stadt zu einem Facharzt bringt, einmal nach Zell am See ins Krankenhaus bringt mit Ehrenamtlichen. Und das sind alles so Dinge, wo man einfach schaut, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause sein können. Und vor allem für solche Personen, die keinen familiären Hintergrund haben. In unserer Gemeinde deckt ja diese Sachen da noch zum Großteil die Familie auch, weil noch jüngere Leute im Haus sind oft, die was noch das machen, aber da ein anderer ist allein. Und da muss man einfach auf das zurückgreifen, auf die Ehrenamtlichen im Sozialverein und auch auf die Beratungen durch die Community Nurse, dass man auch daheim das Leben selber gestalten kann. Das Wichtigste, glaube ich, ist die Zusammenarbeit im Ort einfach, wie ich schon gesagt habe, am Anfang für die ganzen Sozialeinrichtungen, der Arzt, Seniorenwohnheim und alles, was einfach angeboten wird und einfach nicht die Angst haben, vor der Community Nurse oder dieses Projekt zu starten. Ich weiß ja, wer mir das gestartet haben, hat sehr viele Diskussionen gegeben, auch im Regionalverband, ob sowas schon Sinn macht, weil es gibt besser so viel in die Gemeinden. Und ja, wir, glaube ich, haben uns eigentlich sehr leicht dazu entschlossen, dass wir das Projekt Community Nurse starten, weil es einfach nur ein zusätzliches Angebot ist. Und das Wichtigste ist sicher, dass die Zusammenarbeit untereinander funktioniert und ja, und helfen darf einfach keine Grenzen haben. Und es hängt natürlich sehr viel auch für die Menschen auch, wenn die Leute, was im Sozialbereich in der Gemeinde arbeiten, sehr gut miteinander kennen, dann funktioniert auch das. Und sicher für den einen oder anderen schon mal gehört, dass, ja, wenn jetzt die Community Nurse vielleicht, dass man eifersüchtige Leiden hat, das macht ja vielleicht gern der überregionaler privater Anbieter und die Gemeinde tut das selber. Mein Zugang ist halt da, beim Helfen darf man keine Grenzen haben und da muss man einfach zusammenarbeiten und arbeiten, das Wohlergehen für die betroffenen Personen im Auge haben und nicht vielleicht vom eigenen Verein.